Ein Weltraumaufzug, der die Erde mit dem All verbindet. Für immer. Science Fiction oder bald schon Realität. Es gibt Leute, die diese Konzepte für Weltraumlifts technologisch schon heutzutage für umsetzbar halten. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Wie ihr übrigens dahin kommt zu WhatsApp, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Und bekommt jetzt alle wirklich spannenden Facts zum Thema Weltraumaufzüge. Wie weit ist die Technik und wo hakt es? Also herzlich willkommen bei Klicksum Science Fiction. Seit dem 19. Jahrhundert denken die Menschen über die Idee des Weltraumlifts nach und erfüllt ganze Science-Fiction-Drehbücher und Literatur. Und das Konzept hat ja wirklich was. Die Erde und der Weltraum sind verbunden durch einen Aufzug, der uns Menschen, aber auch Fracht, mal eben von A nach B und zwar von der Erde nach oben bringt, ganz ohne Raketen. Sie wären also eine preiswerte Alternative zur Raumfahrt, denn jedes Kilogramm, das mit einer Rakete die Erdanziehung überwinden muss, ist teuer. Der Vorteil eines Lifts, er würde sich eher langsam bewegen, dafür aber eine größere Menge transportieren können. Und das eben zu einem viel geringeren Preis. Konkret kann man sich das Seil des Lifts ein wenig vorstellen wie die Kletterseile in der Sporthalle. Der Aufzug ist quasi ein geostationärer Satellit, der bis zur Erde herunterreicht. Diese Satelliten sind in ihrer Umlaufgeschwindigkeit in einer Höhe von 36.000 Kilometern mit der Drehgeschwindigkeit der Erde synchronisiert. Sie sind also an einem fixen Punkt am Himmel. In knapp 24 Stunden drehen sie sich also einmal mit um die Erde. Der Experte für dieses Thema ist der Physiker Bradley Edwards. Seit 1998 hat er verschiedene Arbeiten und Bücher zur Weltraumaufzug-Idee veröffentlicht. Darin sucht er nach Ideen, um Probleme wie etwa die Stromversorgung zu lösen. 2001 und 2002 veröffentlichte er Studien, von der NASA unterstützt. Unter anderem stellte er Rechnungen an, nach denen ein solcher Weltraumaufzug die Kosten von Shuttle-Missionen um ein Vielfaches reduzieren würden. Zitat: Wenn man es wirklich wollte, könnte man schon in naher Zukunft mit dem Bau eines Weltraumlifts beginnen. Das sagt Edwards. Er stellt sich den ersten Aufzug ins All folgendermaßen vor. Von einem Satelliten lässt man ein etwa 100.000 Kilometer langes Seil herunter. Es muss länger sein. Dazu kommen wir gleich, auf eine Plattform auf der Erde, da wird es enden, ähnlich wie eine Ölplattform, die schwimmt. Dadurch würde man das Seil manövrieren können, um Weltraummüll etwa auszuweichen oder die Bewegung des Seils auszutarieren. Das Seil würde sich ähnlich verhalten wie bei einem Hammerwurf. Es spannt sich aufgrund der Drehbewegung des Hammerwerfers, also im übertragenen Sinne der Erde, weil die Hammerkugel, also der Satellit, nach außen gezogen wird. Die Vision: Weltraumaufzüge, bei denen man in einer Höhe von 60.000 bis 70.000 Kilometern aussteigen kann, und zwar auf den Mond oder aber man fährt weiter Richtung Mars oder Jupiter. Das Tolle, es gäbe kaum Einschränkungen hinsichtlich der Größe und des Gewichts der Fracht draußen im Weltraum. Auch die Energiekosten wären im Vergleich zu Raketen kaum erwähnenswert. Bei allen technischen Überlegungen ist tatsächlich das Seil die letzte große Schwierigkeit. Es muss stark genug sein, Wind aushalten und nicht unter dem eigenen Gewicht reißen. Das war bisher immer das größte Problem. Edwards Lösung: Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Seiner Ansicht nach wäre es längst möglich, sie in passender Länge und Menge herzustellen, denn sie sind zum einen extrem leicht und zum anderen extrem reißfest. Ein Faden mit einem Durchmesser, Achtung, von nur 0,5 mm kann 2 Tonnen tragen. Ein Kilometer dieses Seils aber wiegt dabei nur 400 Gramm. Wow. Doch andere Expertinnen bezweifeln das, denn nur weil man ein potenzielles Ausgangsmaterial gefunden habe, sei das noch längst nicht das Endprodukt Seil, das benötigt wird. Dennoch gibt es schon einige ernsthafte Interessenten, die das Konzept in die Praxis umsetzen wollen, beispielsweise das amerikanische Unternehmen Liftport. Die Vorarbeiten sollen über Crowdfunding finanziert werden und der Gründer ist sich sicher, es ist sehr gut möglich, einen Aufzug zum Mond zu bauen. Das komplette Projekt würde Schätzungen zufolge wohl rund 15 Milliarden Dollar kosten, aber für Investoren ist das Risiko groß. Wann sind alle Studien abgeschlossen? Werden die entsprechenden Genehmigungen erteilt? Dabei ist Edwards zufolge der Space Elevator tatsächlich die einzig wirkliche Alternative zu Raketen. Nicht nur Weltraumteleskope könnten ins All gebracht werden. Möglich wäre plötzlich auch der Bergbau auf Planeten wie dem Mars oder Jupiter. Dort gibt es große Vorkommen an seltenen Erden. Aber natürlich könnte der Aufzug auch uns Menschen hochbringen. Vielleicht wäre er sogar der Schlüssel, um den Mars viel einfacher zu besiedeln. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Weltraumaufzug und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr von mir persönlich vor allen anderen vom neuesten Video eben vorab und garantiert. Ihr könnt dort
direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und mir Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür draufklicken. 3D-Druck revolutioniert die Raumfahrt. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.